Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zum neuen Box-Office-Tippspiel der Kalenderwoche. Ah, irgendwie habe ich es mit meinen Kalenderwochen, ne? Der Kalenderwoche. Oh Gott, 5 oder 6? 6. Also. Zum Box-Office-Tippspiel der Kalenderwoche 6. Die Ergebnisse. So. Und da haben wir ja getippt um einmal 50 Shades of Grey 2 und The Lego Batman Movie. Und schaut euch mal das Ergebnis an. The Lego Batman Movie hat 55,6 Millionen in 3 Tagen erreicht und 50 Shades Darker, so heißt er ja im Original, hat 46,7 Millionen. Also war eigentlich ein enges Kopf an Kopf. Sogar am Freitag hat 50 Shades vorne gelegen und dann am Samstag hat Batman überholt mit 1 Million. Also Samstag gehört Batman und dann am Sonntag. Na, bin ich doof gerade? Ach, schon Mann, ich bin so blöd. Ich gucke hier unten hin. Ich muss natürlich oben schauen. Also Freitag hat Batman verloren, so 7 Millionen. Und am Samstag hat 50 Shades 8 Millionen verloren. Und dann nochmal auf den Sonntag hin auch nochmal 8 Millionen. Also am Freitag war halt 50 Shades erster und dann ab dem Samstag nicht mehr. So, dann ist auch noch John Wick Kapitel 2 gestartet. Wie hat der genommen? 30 Millionen. Auch nicht schlecht für so einen Action. Aber ich glaube, ist der ab 18? Ich weiß es gar nicht. Split hält sich auch noch ganz gut auf Platz 4. Wings, ja, 21 Millionen für einen Haufen. Naja, kann sich ein bisschen besser sehen lassen. Ja, so, dann schauen wir uns mal an. Ups, so. Also, 50 Shades of Grey 2 hat der Khalifa, natürlich, er muss irgendwas gewinnen, gewonnen. Und 46,3 Millionen hat er getippt, also 300.000 daneben. Wahnsinn. Dann kommt der Rojes, dann kommt der Jens, dann kommt der Florian, dann kommt der Nenik und dann komme ich. Bei The Lego Batman Movie hat Rojes Rex gewonnen. Dann kommt der Nenik, dann kommt Florian, dann kommt das Canifa. Canifa, was ist da los? Vierter Platz nur. Dann komme ich. Dann kommt der Jens. So. Wie schaut es dann aus in der Tabelle? Was ist denn da los? Also, Khalifa ist natürlich Platz 1, aber, es sind nur noch 30 Punkte, mein Lieber. 30 Punkte, dann hat sich der gute Rojes Rex schon fast ein. So, dann kommt der Jens. Jens wurde vom Rojes Rex mal wieder überholt und auch von mir wurde er überholt. Der Rojes Rex hat mich überholt. Ich bin jetzt wieder auf Platz 4. Florian hat auch sehr gut aufgeholt auf mich. Punktgleich. Scheiße. Dann kommt schon der Nenik. Der hat jetzt hier mal die anderen drei überholt, die ja nicht mehr mitmachen. Weiß ja nicht warum. Ja. In der All-Time-Liste hat er auch jetzt mal schon mal Leamus und Geek Whisper überholt. The Show of Dirt Zinkler hat diesmal nicht mitgespielt. Weiß leider nicht warum. Ja, doch. Hat er aber schon immer. Ja, genau. Zwei Spiele hat er gespielt. Ah. So wird das nix, Jungs. So wird das nix. Palle spielt auch nicht mehr. Ja, und hier hat mich auch Rojas Rex mal wieder überholt. Ah, und ist auch schon an Jens dran. Aber wie gesagt, diese Tabelle interessiert keinen. Die ist ja noch von 2016. Die ist nur für mich als Statistik noch, wie weit sich der Gangifa noch entfernen kann. Ja. Genau. Morgen kommt dann das Box-Office-Tippspiel der Kalenderwoche 7. Und ja, mal schauen, was dafür für kommt. Ich habe noch gar nicht geguckt. Und ja, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch an alle, die ein paar Punkte wieder erreicht haben, außer an mich natürlich. Ja, also habt einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo.
Ciao, ciao.